Leute, Retro Joe ist am Start und heute mal mit einem Antwortvideo. Schönen Dank an das NES-Kommando, den Raketenjansel und Redeemer. Verlinkung natürlich unten in der Kanalinfo. Die haben nämlich am Wochenende eine sehr schöne Aktion gestartet. Nämlich erzählen die alle in Videos über die geilsten Games ihrer Kindheit und haben unter ihren Videos dazu aufgerufen, dass andere YouTuber, wie ich es ja auch einer bin, sich daran beteiligen und ihre eigenen Geschichten erzählen. Das würde ich heute gerne tun. Deswegen fangen wir an mit einer rührseligen Geschichte aus meiner Kindheit. Ich war 7 Jahre alt, als ich unerwarteterweise, ohne Geburtstag zu haben oder sonst irgendwas, zum Release den guten alten Game Boy gekriegt habe. Meine erste Videospielkonsole überhaupt, ich hatte vorher keinerlei Kontakt damit. Ich habe irgendwie, glaube ich, einmal bei irgendwie mal irgendeinem Atari gespielt oder so. Frag mich nicht, keine Ahnung. Ist zu lange her, um mich zu erinnern, aber ich hatte einen Game Boy. Kurz drauf, in den Sommerferien von der 3. zur 4. Klasse, hatte ich einen kleinen Unfall und lag also ungefähr 6 Wochen mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus. Und der Game Boy war damals das Einzige, was mich davon abgehalten hat, hier oben völlig abzuschnallen, wenn mir das so verdammt langweilig war. Ich war 8 oder 9 Jahre alt und den ganzen Tag im Krankenhaus liegen mit 3 anderen Leuten auf dem Zimmer, die alle im Fernsehen irgendwie nur Scheiße gucken wollten, war für mich echt schlimm. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich meinen Gameboy hatte. Und mit meinem Gameboy hatte ich damals Turtles Fall of the Foot Clan. Muss ich mehr dazu sagen, Leute? Ich war damals natürlich der absolute Mega-Ultra-Turtles-Fan. Der größte Turtles-Fan weit und breit. Ich bin sogar mal an Karneval als Turtle gegangen. Eins der wenigen Male, wo ich mich an Karneval verkleidet habe, denn ich fand Karneval schon als Kind scheiße. Aber egal. Und Turtles Fall of the Foot Clan ist einer der großartigsten Titel für den Game Boy überhaupt. Es ist Pick-up and Play, wie es sein soll. Es hat geile Musik. Es hat für die damalige Zeit so als einer der ersten Titel für den Game Boy echt coole Grafik gehabt, wenn ich mir das hinten drauf so angucke. Also man konnte die Charaktere erkennen. Die Mucke war so geil, habe ich gerade schon gesagt, glaube ich. Aber egal, die Mucke in dem Spiel ist richtig, richtig geil. Und das hier ist das allererste Videospiel, das ich jemals durchgespielt habe. Deswegen ganz, ganz fest, tief in meinem Herzen verwurzelt, Turtles Fall of the Foot Clan. Aber das ist noch nicht alles. In meiner Krankenhauszeit habe ich auch meine Liebe für Space Shooter entdeckt quasi. Denn mit meinem Game Boy zusammen mit Alleyway und einem Spiel, was gleich noch kommt, habe ich auch diesen Titel hier zum Launch gekriegt, nämlich Solar Striker. Ich bin nicht gut in Shootern. Das seht ihr wahrscheinlich auch bald im Retro-Battle. Da gab es nämlich auch einen Shooter, da habe ich auch ziemlich verkackt, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Und Solar Striker ist auch so ein richtig ikonischer Titel. Erst als ich angefangen habe, mich hier selber mit YouTube zu befassen und so, ist mir überhaupt mal aufgefallen, dass das Spiel ja gar nicht so eine unbekannte Größe ist, sondern dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die das hier richtig geil finden. Und das freut mich total, weil ich habe jahrelang nicht einen Gedanken an das Spiel hier verschwendet, bis meine Frau dann angefangen hat, wieder für Gameboy zu sammeln. Und als ich das auf dem Flohmarkt gesehen habe, habe ich mich sofort wieder zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo ich hier echt nicht gut drin war. Aber ich habe es geliebt und gespielt bis zur Vergasung. Und auch hier von der Soundtrack und die Soundkulisse bis heute ganz tief in meinem Ohr. Solar Striker. Und der letzte Titel aus der Gameboy-Riege, den ich damals im Krankenhaus gespielt habe, ist der erste Teil von Super Mario Land. Da der Gameboy meine allererste Konsole überhaupt war, ist das hier auch das erste Mario, das ich je gespielt habe. Jetzt ist ja Super Mario Land bei vielen Leuten so ein bisschen verschrien als das Mario, was so aus der Reihe tanzt, weil das Setting komplett anderes ist. Man ist nicht im Mushroom Kingdom, sondern hier in so, ich zeig's mal ganz kurz hinten drauf, falls man es erkennt, in so ägyptischer Umgebung und so weiter. Ihr kennt das Spiel sicher alle. Und für mich ist es aber genau andersrum. Das hier ist für mich der Goldstandard, woran sich alles danach kommende messen musste. Und wo viele Leute sagen, Mario Land 2 ist der beste Teil der Serie und das erste richtige Mario für den Game Boy, sagt ich, Mario Land 1, das hier ist der echte Shit. Und mit Super Mario Land 2 und Wario Land, das ich bis heute nie gespielt habe, das war einfach zu anders als das hier und ich bin da nicht so mit klargekommen. Das nächste Mario, was ich richtig geil fand, war Super Mario World für Super Nintendo. Das natürlich steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber für mich auch das hier, das zweite Spiel, das ich hier durchgespielt habe, im Krankenhaus, Super Mario Land. So, genug Game Boy. Weiter geht's mit dem Super Nintendo. Und da fange ich an mit einer Geschichte, die sich an einem Weihnachtsabend ereignete.
Ich muss vielleicht kurz dazu sagen, ich bin zwar Einzelkind, aber ich hatte, als ich klein war, ganz, ganz engen Kontakt zu meiner Cousine. Die ist 3 Jahre oder 2,5 Jahre jünger als ich und meinen beiden Cousins, Nina, Marc und Benedikt. Und Weihnachten wurde immer mit der ganzen Familie gefeiert. Und ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war oder wie alt ich da genau gewesen bin. Jedenfalls ist es das Jahr gewesen, als The Lion King im Kino war und dementsprechend dann auch kurze Zeit später auf dem Super Nintendo erschien. Oder ich glaube ein Jahr später, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und als wir das hier gekriegt haben, an Heiligabend, sind wir sofort in mein Zimmer, also nicht wir haben das gekriegt, ich habe das gekriegt, das war mein Super Nintendo Weihnachtsgeschenk, sind wir sofort in mein Zimmer, haben uns zu viert abgewechselt und abgewechselt und abgewechselt, immer wenn einer tot war oder wenn einer ein Level geschafft hatte, ging das Joypad weiter. Und ich glaube, wir haben 7 oder 8 Stunden echt noch so nach der Bescherung bis tief in die Nacht bei mir im Zimmer gehockt und haben The Lion King an Heiligabend zu viert durchgespielt, bis die alle nach Hause mussten. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und das ist für mich so eine meiner schöneren Kindheitserinnerungen. Der König der Löwen fürs Super Nintendo. Dann ein Spiel, in dem ich... Also ich fange anders an. Wie ihr vielleicht an meinen T-Shirts ab und zu mal seht oder auch an dem World Heavyweight-Titel, der da oben im Bild zu sehen ist. Ich bin ja großer Wrestling-Fan, das hat der ein oder andere wahrscheinlich schon gemerkt. Und ich kann mit den meisten Teamsportarten nicht wirklich was anfangen. Aber ich habe früher sehr, sehr gerne Sportspiele auf dem Super Nintendo und damals später auch noch auf dem N64 und der PlayStation gespielt. Und allen voran, zusammen mit NBA Jam, aber da habe ich nicht ganz so viele Erinnerungen dran, International Superstar Soccer Deluxe. Und auch das mit meinen beiden Cousins Marc und Benedikt. Bis zum Erbrechen haben wir das gespielt. Den Vorgänger auch schon, das normale International Superstar Soccer. Aber das hier, Junge, Junge, ey. Das hier und den Nachfolger auf dem N64, vor allem mit Benedikt, war das hier so unser Multiplayer-Hammer schlechthin, bis irgendwann GoldenEye kam und das hier erst abgelöst hat. So geil war das damals. Und bis heute meiner Meinung nach das beste 16-Bit-Fußballspiel. So viel dazu. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das mir persönlich wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich zeige mal kurz das Cover. Da steht Illusion of Gaia. Wem das jetzt gar nicht sagen sollte, den zeige ich jetzt auch mal kurz das Cartridge. Da steht was anderes drauf, nämlich Illusion of Time. So hieß das Ganze in Deutschland. Ich habe aber leider auf thecoverproject.net kein Illusion of Time Cover für die Universal Game Cases gefunden. Und ich rede hier völligen Blödsinn, weil das interessiert euch alle überhaupt nicht. Aber warum ich Illusion of Gaia so geil finde, ist folgendes. Das Genre des Action-Adventures, mit dieser Top-Down-View, das ist mir mit Zelda zum allerersten Mal über den Weg gelaufen und ich war sofort gehuckt. Und ich wollte mehr Spiele, die diese Gangart gegeben haben. Und das nächste, was dann zu dem Zeitpunkt mir da am nächsten kam, war Illusion of Time. Und dazu kam noch Folgendes. Denn damals bin ich jeden Tag nach der Schule zu meiner Oma gegangen, um da Mittag zu essen und Hausaufgaben zu machen. Kinder, macht Hausaufgaben, wenn ihr noch zur Schule geht, ist ganz wichtig. Und da kamen dann nachmittags auf RTL so Sendungen von Erich von Däniken. Wer den kennt, wer den nicht kennt, das ist ein Theologe, der sich mit der Frage beschäftigt, wie viele alte, eher weltliche Kulturen sind von Aliens beeinflusst worden, haben Aliens die Erde besucht und all so ein Kram. Und viele Leute halten ihn für den totalen Spinner, aber ich finde, der hat einfach sehr, sehr viel Fantasie und eine sehr schöne, kreative Art, diese Fantasie in das umzusetzen, was unsere Geschichte so hergibt und was wir geschichtlich so ein bisschen nachvollziehen können. Und Erich von Däniken hatte zu dem Zeitpunkt eine Doku, wo er die Nazca-Linien gezeigt hat. Die sind, glaube ich, in Peru, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Und diese Nazca-Linien, das sind ja, die kann man ja aus dem Himmel sehen, da sind Vögel und irgendwelche anderen Tiere in den Sand gelaufen, einfach vor Hunderten von Jahren. Und genau diese Nazca-Linien habe ich im Promomaterial zu Illusion of Time gesehen und ich musste dieses Spiel haben. Ich habe es dann auch kurze Zeit später gekriegt und war total geflasht. In der Big Box mit dem Spieleberater und so weiter. Die Geschichte ist toll von dem jungen Will, der loszieht, um quasi, ich glaube, ich habe es echt lange nicht gespielt. Bevor ich jetzt eher anfange, Scheiße über die Geschichte zu erzählen, lest die doch lieber bei Wikipedia nach oder so. Die hat mich auf jeden Fall damals sehr, sehr gefesselt. Es gibt 3 verschiedene Figuren, die man spielen kann. Also Will hat die Möglichkeit, sich in 2 andere Figuren noch zu verwandeln. Sehr, sehr viele Rätsel, relativ einfacher Kampf. Die Rätsel sind auch nicht allzu schwer. Es ist kein wirklich großartig herausforderndes Spiel. Jetzt hatte man natürlich noch den Spieleberater dazu, was das Ganze noch ein bisschen einfacher gemacht hat. Aber für mich war das damals
ich habe ein Spiel gespielt, wo ich Dinge erleben konnte, die mir Erich von Däniken gezeigt hat, die es auf der tatsächlichen Welt gibt. Und das war für mich, da ist mein 13-jähriges Gehirn so gar nicht mit klargekommen. Das war für mich echt fantastisch. Und deswegen hat Illusion of Time auch einen ganz, ganz besonderen Platz in meiner Kindheitsnostalgie. Und ja, das war es auch schon von mir. Das sind meine Games, die mich in meiner Kindheit besonders geprägt haben. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht wiederholen, nachdem ich die drei Videos von den anderen Kollegen gesehen habe. Street Fighter hat der Raketenjansel zum Beispiel gezeigt. Das ist eine ganz klare Hausnummer. Biker Mice from Mars ist ein Titel, den der Marcel angesprochen hat. Da schlägt mein Herz auch ganz, ganz, ganz fest für. Deswegen nochmal vielen Dank, Leute, dass ihr diese coole Aktion ins Leben gerufen habt. Mir hat es Spaß gemacht, hier über so ein paar alte Spiele von mir zu reden. Mich würde interessieren, was sind denn eure Erinnerungen, eure Kindheitsgames, an die ihr heute immer noch mit einem Schmunzeln im Gesicht zurückdenkt? Ich hoffe, ihr seht das fette Grinsen in meinem Gesicht, auch wenn ich die ganzen Games hier vor mir liegen habe. Und jetzt höre ich auf zu sammeln, denn wir sind schon bei 11 Minuten jetzt. Das war's von mir, Retro Joe. Out!